Ich bin aus tiefstem Herzen dankbar, ich jede Woche, wenn ich hier reinkomme und merke, was es bedeutet, wenn viele Menschen gemeinsam anpacken, ihre Gaben investieren, ihr Geld investieren und dadurch Projekte, Plattformen wie Gottesdienste, wie ein Podcast möglich wird, wo Menschen wieder diesen Gott kennenlernen können. Ich bin deswegen dankbar, weil ich selber das für mich erleben kann, für meine Freunde erleben kann. Vielleicht geht es dir auch so heute oder wenn du den Podcast zu Hause anschaust und sagst, ja, so geht es mir eigentlich auch. Ich bin dankbar dafür, was Gott durch diese Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen, mit Zeit, Kraft und Geld ermöglichen. Und einmal im Jahr wollen wir mit allen Locations, mit Augsburg, Altstadt, mit München und mit all unseren Podcast-Zuschauern ein Experiment machen und die Frage stellen, was wäre möglich, wenn wir uns gemeinsam neu in diesem Jahr Gott zur Verfügung stellen, gemeinsam großzügig zusammenlegen, damit mehr Menschen noch Gottes Liebe erleben können. Und dieses Projekt heißt immer REACH. Wenn du schon länger in dieser Kirche bist, kennst du das. REACH bedeutet, wir wollen Projekte starten aus unseren gemeinsamen Kräften durch die Großzügigkeit von vielen, damit mehr Menschen Gott erleben und ihn kennenlernen können. Das erste Projekt werde ich dir heute vorstellen. Du hast auf deinem Platz in allen Locations einen Flyer oder online kannst du es dir auch angucken. Das erste Projekt kommt vom Kinder-ICF und begrüßt mit mir einem tosenden Applaus den König des Kinder-ICFs, Daniel Lesser und die Jule. Hallo. Daniel! Hallo! Jule, grüß dich! Hallo. Daniel, du leitest das Kinder-ICF. Die meisten hier arbeiten noch nicht mit bei dir, dann dürften sie wissen, was du tust und sie sehen. Erzähl mal so ein bisschen für die, die noch nie im Kinder-ICF waren, was macht ihr da drüben? Ich glaube, wir haben auch ein paar Bilder, die parallel laufen werden, dass man sich ein bisschen vorstellen kann. Ja, genau. Wir sind Woche für Woche am Start und wir wünschen uns, dass Kinder Gott erleben können, dass sie Gott kennenlernen können, dass sie unter der Woche praktisch werden mit Gott und das einfach mitnehmen können und ihre Gaben, ihre Talente, dass wir die sehen, dass wir da einen Fokus drauf haben. Das, genau, wir wünschen uns einfach genau viele Kinder, die das erleben können. Das macht ihr ja schon länger hier, für verschiedene Altersgruppen machen wir auch in den Locations immer mehr. Jetzt ist es so, wenn man das Kinder-ICF nicht kennt, weiß man nicht ganz, was es bedeutet für junge, kleine Kinder, ältere Kinder, Anfang zur Jugend, wöchentlich diesem Gott zu begegnen. Und wir haben ein Video dabei, das habt ihr mir mitgebracht, ich finde es legendär. Es ist eine junge Dame, die seit längerem ins Kinder-ICF geht und die von sich aus auf die Idee gekommen ist, einfach mal Videos aufzunehmen für andere Menschen, dass sie Gott kennenlernen. Also sie wird einen YouTube-Channel eines Tages haben, das werdet ihr gleich sehen. Und das haben uns die Eltern zur Verfügung gestellt und ihr seht mal, was es bedeutet, wenn ein Kind das erlebt jede Woche, was der Daniel erzählt hat. Schauen wir uns mal den Clip an. Du darfst niemals dir einen Traum wegnehmen lassen. Wenn du einen Traum hast, zum Beispiel, dass du mal einen besonderen Beruf kriegst oder tolle Kinder oder dass du halt einfach so viel Tolles hast oder halt einfach viel Spaß in deinem Leben hast oder den Mount Everest zu besteigen. Auf jeden Fall darfst du dir noch nicht mal von deinem besten Freund oder von deiner Familie den Traum wegnehmen lassen. Weil Gott glaubt an dich. Gott glaubt. Er glaubt an deinen Traum. Er glaubt an dich. Du bist wahr. Du bist nicht eine alberne Witzfigur. Du bist wahr. Gott glaubt an dich. An dich. Nicht an mich. Also er glaubt an mich schon. Aber nicht so in solche Fitzfiguren. Er glaubt an dich. Du bist wahr. Das wollte ich euch jetzt in diesem Video sagen. Ja. Nochmal danke, dass ihr mir zugehört habt. Ja, Preach It Sister, das bedeutet, wenn Kinder ihre Gaben entdecken, wenn sie einbringen, also den YouTube-Channel von ihnen, von Amelie werdet ihr definitiv eines Tages abonnieren. Jetzt ist es so, Jule, jetzt haben wir in dem Reach-Projekt ICF, Kinder-ICF to go. Was bedeutet das jetzt? Ja, Kinder-ICF to go ist so ähnlich wie dieser Café to go, den ich dir mitgebracht habe. Ja.
denn wir wollen das Kinder-ICF in verschiedene Stadtteile bringen und dort einfach Kindern und Familien die Möglichkeit geben, dass sie in einem Rahmen, den wir hier Sonntag für Sonntag schaffen, Gott entdecken, Gott erleben können, aber auch Spaß und Action haben. Und unser Traum ist es, dass noch viel mehr Kinder und Familien Teil von unserer Kirchenfamilie werden. Das ist ein großer Traum und dazu wollt ihr rausgehen, diesen Geschmack vom Kinder-ICF in dem Bild nach draußen bringen. Daniel, inwiefern können wir denn jetzt mit der Reach Collector durch unsere gemeinsame Großzügigkeit dieses Projekt nach vorne bringen? Genau, wir würden uns total wünschen, dass wir quasi eine 50%-Stelle erstmal schaffen, die Teams ausbildet, die rausgeht in die Stadtteile. Stellen wir uns dann vor, wir sind in einem Park und fangen an mit einer Musikanlage oder einer Hüpfburg, wollen die Kinder vor Ort kennenlernen, die Familien kennenlernen und langfristig brauchst du natürlich auch Räume in den Stadtteilen, was weiß ich, eine Turnhalle oder so, wo wir alle sammeln können, wo wir Fun- und Action-Party machen können und die Kinder die Möglichkeit haben, Gott kennenzulernen und hier in Familie zu werden. Kinder-ICF2Go, was für ein geniales Projekt. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr nicht nur jede Woche da drüben Gas gebt, sondern dass ihr sagt, Gottes Liebe soll zu neuen Menschen und zu neuen Familien und Kindern kommen. Vielen Dank euch beiden. Ich gebe euch das nochmal mit hier. Ja? Das ist euer Kinder-ICF2Go. Nochmal euer Applaus. Reach bedeutet das Folgendes für uns als Podcast-Zuschauer, für uns in der Locations, dass man überlegen kann, in den nächsten 4 Wochen machen wir eine Sonderkollekte. Einmal sammeln wir hier ein, auf der anderen Seite kann man diesen Flyer nehmen, der auf deinem Stuhl lag oder online angucken, sich die Projekte angucken und überlegen, ob man Geld spenden möchte. Das kann man in die Kollekte tun, man kann aber auch diesen Zettel nehmen, der dabei ist und sich überlegen, möchte ich einmalig oder monatlich im nächsten Jahr mit meinen Finanzen so ein Projekt ermöglichen, dass Gottes Liebe zu neuen Zielgruppen gelangen kann. Das kannst du ausfüllen und reinschmeißen, das hilft uns bei der Planung. Wir brauchen, um alle Projekte so zu machen, wie wir es uns vorstellen, ca. 250.000 Euro. Das bedeutet, wie immer, wir beten für ein Wunder, dass viele, viele Menschen, die einen kleinen Beitrag oder einen größeren Beitrag machen, gemeinsam dort helfen, dass Gott neue Menschen erreichen kann. Du hast jetzt die Möglichkeit, in allen Locations, bei dem nächsten Song oder auch zu Hause nachzudenken, ob es für dich dran ist, dich da einzuklinken. Vielleicht möchtest du aber auch die nächsten Momente nutzen, um zu beten für das Kinder-ICF, fürs Kinder-ICF2Go. Oder vielleicht merkst du in den nächsten Minuten, dass vielleicht deine Gabe sogar wäre, eines dieser Projekte mit möglich zu machen. Es ist deine Zeit, wo du darüber nachdenken kannst jetzt.